diesem Video geht es um ein Mädchen namens Clara, die von ihren Mitschülern wie ein Nerd behandelt wird. Das findet sie natürlich sehr traurig. Aber ich glaube, das würde jedem von uns so gehen. Hast du schon abonniert? Falls noch nicht, dann solltest du das jetzt tun, damit du kein Video mehr verpasst. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! Hallo! Hallo? Ich bin da, hallo! Was ist denn? Oh, hallo, tut mir leid, ich war gerade abgelenkt. Ich leg mir meine Zockgeräte zur Seite. Dann heiße ich dich mal willkommen. Vielen Dank. Ich glaube, ich pack erst mal aus. Dann mach das mal. Falls du Hilfe brauchst, frag mich einfach. Danke. Wie viele Bücher hast du denn? Ich lese gerne. Wenn du willst, können wir dann jeden Abend immer zusammen lesen. Oh, naja, ich lese jetzt nicht so gerne. Ich zocke viel lieber. Aber wenn du magst, können wir auch immer gemeinsam zocken. Es tut mir leid, aber zocken interessiert mich nicht so. Pack halt noch mehr Bücher aus. Wie viele Pokale hast du bitte? Sehr, sehr viele. Dieser Pokal steht, dass ich beim Basketball gewonnen habe. Dieser habe ich einfach mal so gekauft. Und dort habe ich mal bei einer Mathe-Olympiade gewonnen. Magst du Mathe? Ich liebe Mathe. Was für ein Nerd. Ich bringe die Kartons mal weg, okay? Okay. Bin wieder da. Und wie findest du, habe ich eingerichtet? Sehr, sehr, schön. Danke. Eine Frage. Wer sind die zwei? Ach, das sind meine zwei Brüder. Du hast Brüder? Ich habe eine große Schwester. Schön. Was wollen wir denn machen? Ich glaube, ich hätte eine Idee. Zocken. Rausgehen. Rausgehen? Ja. Sonne ist gesund für die Haut. War heute schon draußen. Komm schon, bitte lass uns zocken. Tut mir leid, du darfst es gerne allein machen, aber ich mag es nicht so gern zu zocken. In Ordnung. Ich lese und vielleicht hast du ja nach dem Zocken Lust mit mir rauszugehen. Ja, ja. Niklas? Was machst du denn hier? Mama hat gesagt, ich soll dir noch deine Gitarre vorbeibringen. Ah, stimmt. Vielen Dank. Ich wollte ja allen zeigen, wie gut ich Gitarre spielen kann. Du kannst es hier reinmachen. Okay. Danke, Niklas. Hab dich lieb. Bitte. Lass uns doch jetzt ein bisschen draußen spazieren gehen. Komm schon. Okay, wenn du unbedingt willst. Dann gehen wir mal raus. Also, das ist unser sogenannter Schulpark. Wie gefällt es dir? Es sieht wirklich schön aus, dachte ich mir. Oh, warte. Was machst du? Hallo. Oh, hallo. Oh Gott, wie peinlich. Was für ein Buch lesen Sie da gerade? Ein Buch über Umlaute. Das ist ein wirklich sehr gutes Buch. Möchtest du mal lesen? Oh ja, gerne. Kommst du? Ja, gleich. Ich möchte mal reinschnuppern. Oh Gott. Wow, der Anfang, der ist richtig spannend. Wirklich? Ich hab's schon gelesen. Wenn du willst, darfst du es behalten. Oh ja, gerne, danke. Das ist wirklich sehr lieb von Ihnen. Das mache ich doch gern. Eine Frage, wieso bist du so peinlich? Ich bin nicht peinlich, ich bin einfach sehr freundlich zu den Menschen. Und der Mann, der war auch wirklich sehr freundlich zu mir. Schau mal, er hat mir dieses coole Buch geschenkt. Ja, ein wirklich cooles Buch. Kannst du jetzt bitte kommen?
Wieso hetzt du so? Wenn ich das Buch fertig gelesen habe, kannst du es gerne haben. Ich habe doch schon gesagt, dass ich nicht gerne lese. Ja, aber dieses Buch ist wirklich was für dich. Nein, danke. Lass uns jetzt wieder reingehen. Wieso? Wir waren doch noch gar nicht lang hier. Du bist einfach zu peinlich. Wieso sagst du zu mir peinlich? Ich bin eben gar nicht peinlich. Doch, du fragst willkürlich fremde Männer um ein Buch. Das ist wirklich peinlich. Bitte sei nicht so peinlich. Nämlich, wenn du weiterhin so peinlich bist, dann will ich nicht mehr mit dir abhängen. Bin ich wirklich peinlich? Ja. Tut mir wirklich leid, wenn ich so rübergekommen bin. Ich versuche, mich zu ändern. Danke. Bitte. Und erster Schritt ist, das Buch wieder zurückzugeben, oder? Nein, bitte sprech nicht schon wieder diesen Mann an. Okay, verstanden. Außerdem wollte ich das ja lesen. Okay, aber lasst uns jetzt wirklich reingehen. Nein, lass uns Basketball spielen. Ich weiß, Basketball ist mein Hobby, aber jetzt habe ich nicht so Bock. Nämlich Basketball ist nur mein Hobby. Und ich spiele das nicht in der Freizeit. Oh, okay. Wir gehen jetzt. Kommst du? Okay. Eine Frage, Melina. Morgen ist ja mein erster Schultag. Habe ich eigentlich Hausaufgaben auf? Also wir schon, aber du musst sie natürlich nicht machen. Jetzt bin ich erleichtert, denn ich möchte nicht ohne Hausaufgaben zur Schule gehen. Ich würde sagen, dass wir uns jetzt Bett fertig machen. Ich gehe schlafen. Ja, aber Clara, es ist doch richtig früh. Wieso willst du jetzt schon schlafen gehen? Na, weil ich müde bin. Ja, aber keiner geht um diese Uhrzeit schlafen. Es ist gerade mal 8:30. Ja, aber sonst gehe ich immer so früh schlafen. Denn wenn ich spät ins Bett gehe, dann habe ich morgen Augenringe. Hä? Hör einfach auf mich. Du willst doch hübsch aussehen. Ja, das bin ich sowieso. Na dann, geh mit mir ins Bad und wir machen uns fertig. Okay. Was machst du jetzt? Noch kurz eine Mundreinigung. Perfekt. Willst du auch? Nein, danke. Ist gut. Falls du irgendwann doch willst, die liegt hier. Vielen Dank. Jetzt will ich sagen, dass wir beide noch etwas im Bett lesen und dann legen wir uns schlafen. Du bist nicht meine Mutter. Ich sag nur, was vernünftig ist. Ich darf doch machen, was ich will. Nein, nein, nein. Das kommt weg. Aber lesen tue ich ganz sicher nicht. Dann lege ich mich gleich schlafen. Das ist aber nicht sehr freundlich. Ja, was kann ich dafür, wenn du sagst, dass ich ins Bett muss? Erstmal hier. Und zweitens, man wirft nicht mit Kissen. Tut mir leid. Ich gehe schlafen. Gute Nacht. Perfekt. Jetzt mache ich mich erstmal fertig und danach wecke ich Melina. Fertig. Melina, aufstehen! Clara, lass mich schlafen! Ja, aber wir wollen noch nicht zu spät zur Schule kommen. Jetzt hast du mich schon zum zweiten Mal ein Kissen angeworfen. Das ist wirklich nicht cool. Ja, und du bist auch nicht cool. Aber ich stehe ja schon auf. Und jetzt hör bloß auf, so eingeschnappt zu sein. Denn ich habe dir nichts getan. Oh Mist, ich habe meine Stifte zu Hause vergessen, als ich gepackt habe. Was mache ich denn jetzt? Ich darf mir doch bestimmt einen Stift von Melina ausleihen. Da hat sie sicherlich nichts dagegen.
Ich bin jetzt bereit. Moment mal, da fehlt ein Stift. Sag mir nicht, du Nerd, dass du meinen Stift genommen hast. Doch, hab ich. Aber nenn mich bitte nicht Nerd. Du bist einer. Gib mir sofort meinen Stift. Okay. Aber dann habe ich keinen mehr. Wieso? Du hast doch auch zigtausend Bücher hier stehen. Wieso hast du dann keinen Stift? Ich habe ihn nur zu Hause beim Packen vergessen. Ja, zigtausend Bücher hast du. Aber einen Stift für die Schule hast du natürlich nicht, gell? Ich gebe ihn dir natürlich zurück. Lass uns jetzt gehen. Ja, aber fix. Oh, hallo, du musst die Neue sein. Du kannst dich jetzt erstmal an der Tafel vorstellen. Okay. Also, ich bin die Neue, wie schon gesagt, und ich heiße Clara. Schreib deinen Namen an die Tafel, damit man weiß, wie man dich schreibt. Gut, und jetzt sage, was du in deiner Freizeit machst. Also, in meiner Freizeit lese ich ganz gerne. Ich auch. Na lol, jetzt haben wir einfach zwei Nerds in unserer Klasse. Boah, kein Bock auf die. Hey, lasst Clara und Emma in Frieden, okay? Danke, Melina. Clara, du darfst dich setzen. Kinder, ich habe leider meine Arbeitsblätter im Lehrerzimmer vergessen. Ich gehe sie schnell holen und ihr bleibt alle ganz ruhig, okay? Ja! Ich habe meine Stifte vergessen. Kriege ich vielleicht einen Stift von dir? Ja, natürlich. Danke. Oh, seht euch doch mal die zwei besten Freundinnen an. Das stimmt nicht. Wir sind keine besten Freundinnen. Oh, stimmt. Ihr habt ja sowas von recht. Ihr seid Nerds. Das sind wir auch nicht. Stopp. Ich weiß, dass ihr vier zum Teil alle recht habt. Aber bitte hört auf, die ganze Zeit zu sagen, dass Emma und Clara Nerds sind. Obwohl, das stimmt. Bitte. Ist ja schon in Ordnung, Melina. Ja, du willst ja sowieso nicht zu unserer Gang gehören. Doch. Habt ihr nicht schon mal gesagt, dass ich dazugehöre? Ja, haben wir. Also. Wollen wir mal Brillen tauschen? Nein, danke. Oh, komm schon. Das wird toll. Nein, ich will nicht mit dir deine doofe Brille tauschen. Entschuldigung. Für einen Moment dachte ich gerade, Clara wäre so wie wir. Aber natürlich nicht. Sie ist ja ein Nerd. Wann kommt die Lehrerin eigentlich? Ich möchte nämlich mein neues Buch anfangen. Typische Anzeichen für einen Nerd. Hört auf. Du liest auch? Ich auch. Was liest du momentan? 10 Fakten der Atlantik. Ich lese gerade Frederik mit seinem Schlottermaul. Was? Das ist ein wirklich witziges Buch. Könnt ihr mal aufhören, euch über Bücher zu unterhalten? So, ich muss euch was verraten. Und zwar, mit den Arbeitsblättern holen habe ich gerade gelogen. Ich habe zwar gerade Arbeitsblätter in der Hand, aber das ist was anderes. Ich habe eure Tests. Ich verteile sie jetzt. So, das wär's dann gewesen. Und Clara, sobald wir dann den nächsten Test schreiben, wirst du mitschreiben. Okay. Die kriegt dann sowieso auch eine 1. Ja, safe. Jetzt lass doch mal. So, heute mache ich etwas früher Schluss, da es so schönes Wetter ist. Yay! So, Clara, ich möchte jetzt mit dir reden. Du hast mich vorhin vor der Klasse sowas von blamiert, indem du so getan hast, als ob du ein Nerd wärst. Naja, bist du auch. Und weißt du was? Mit einem Nerd will ich nichts zu tun haben. Was? Ich verstehe nicht mal, was du meinst. Ich bin kein Nerd. Nur weil ich viel lese, heißt es doch lange nicht, dass ich ein Nerd bin. Schon allein, wie du dich verhältst, ist ein klares Anzeichen für ein Nerd. Du könntest Emmas beste Freundin werden. Denn die ist ein richtiger Nerd. Und die einzige Sache, wieso ich so sauer bin, ist, dass du mit mir in einem Zimmer wohnst. Würdest du nicht bei mir wohnen? Naja, dann würde ich dich auch nicht anschreien, weil du ein Nerd bist. Aber ich will mit keinem Nerd in einem Zimmer wohnen, okay? Also ich gebe dir einen Vorschlag. Entweder du bist ein normales Mädchen oder du bleibst ein Nerd, aber dafür ziehst du aus.
Nein, ich will nicht ausziehen. Meine Eltern arbeiten den ganzen Tag, von früh bis Mitternacht. Tja, dann ändere dich. Wenn du dich nicht änderst, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Tschüss. Wie kann sie nur so gemein zu mir sein? Ich will kein Nerd sein. Ich will kein Nerd sein. Okay, vielleicht hat sie recht. Ich bin auch nach jedem Wort, was sie sagt, eingeschnappt. Ich muss mich ändern. Ich muss so richtig beliebt werden. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich bin kein Nerd mehr. Melina wird aber Augen machen. Hallo, wie ist dein Name? Mein Name ist Clara. Wofür bist du hergekommen? Ich möchte cool aussehen. Findest du dich denn nicht cool? Naja, jeder findet mich wie ein Nerd, weil ich lese und so weiter. Und deshalb willst du dein Aussehen ändern? Ja, bitte machen Sie mir das einfach, ohne viel zu reden. Okay. Möchtest du denn auch Haare färben? Sehe ich damit denn stylisch und cool aus? Ja, ich denke schon. Welche Farbe möchtest du denn? Hier haben wir eine große Auswahl. Ich glaube, mir würde diese hellrosane Farbe stehen. Okay, gut. Dann machen wir das mal. Und danach kommen wir ans Schneiden. Bist du schon aufgeregt? Ja, total. Am besten zieh deine Brille ab. Na dann, fangen wir an. Gut, jetzt kommen wir ans Schneiden. Du darfst dich hier auf diesen roten Sitz hinsetzen. Nimm bitte erstmal deine Schleife ab und deine Brille gleich mit dazu. Zuerst kämmen wir deine Haare durch. Gut, durchgekämmt sind sie. Jetzt kommt ans Schneiden. Ich bin so aufgeregt. Okay, das sieht schon mal schön aus. Und damit du noch stylischer aussiehst, kommt jetzt mein persönlicher Zaubertrick. Ich hoffe, es wird schön. Natürlich, bei mir wird alles schön. Danke. Fertig. Oh mein Gott, ich gefalle mir so. Vielen lieben Dank, das haben Sie wirklich gut gemacht. Das ist ja auch meine Arbeit. Danke für alles. Jetzt sehe ich bestimmt nicht mehr so aus wie ein Nerd. Und warte, Clara, deine Brille? Oh, stimmt, die habe ich ganz vergessen. Ein kleiner Tipp. Du kannst Kontaktlinsen in deine Augen reinmachen lassen. Das ist jetzt aber eine gute Idee. Danke. Bitte. Sehen Sie, mit der Brille sehe ich so hässlich aus. Geh dann einfach zum Optiker, okay? Vielen Dank für alles nochmal. Bitte, bitte. Tschüss. Genieß deine neue Frisur. Danke, werde ich machen. Hallo. Um was geht's denn? Also, jeder denkt, ich bin ein Nerd. Nur weil ich sehr gerne Bücher lese. Deswegen dachte ich, ich ändere einfach mein Aussehen. Haare habe ich schon gemacht. Aber die Brille passt nun mal zu meiner Frisur nicht. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen kann. Weißt du was? Für dieses Problem habe ich eine Lösung. Du kriegst Kontaktlinsen. Da weiß keiner, dass du eine Brille trägst. Oh ja, das ist wirklich toll. Gut. Bitte sehr. Doch jetzt muss ich dir erstmal zeigen, wie man überhaupt die Kontaktlinsen in die Augen reinsetzt. Okay, denn ich habe gar keine Ahnung von Kontaktlinsen. Das habe ich mir schon gedacht. Setz dich einmal bitte auf diesen blauen Stuhl. Sitzt perfekt, jetzt muss ich sehen, wie deine Augen sind. Erstmal mit Brille, dann ohne. Also mit Brille siehst du perfekt. Und jetzt zieh einmal bitte deine Brille aus.
Da hat es sich nur um einen Punkt verbessert. Ja, ich meine, ich trage meine Brille ja immer regelmäßig. Das sollst du auch. Genau das passt. Und jetzt komm mal bitte her. Jetzt zeige ich dir, wie man die Kontaktlinsen reinsetzt. Am besten hab dann immer einen Spiegel vor dir. Okay, ich zeig's dir erstmal. Sie sind drin. Und so sehe ich perfekt. Ich glaube, reinsetzen schaffe ich alleine. Aber wie holt man sie dann wieder raus? Tut das nicht weh? Das zeige ich dir jetzt auch. Und warte, du darfst dieses Teil niemals verlieren. Denn sonst schaffst du es nie, die Kontaktlinsen rauszuholen. Ah, okay. Jetzt sehe ich wieder verschwommen. Und das Gleiche machst du jetzt auch. Okay, reinsetzen geht ja ganz leicht. Wow, sie sind drin, ich sehe perfekt. Und jetzt setze ich sie wieder ab. Vielen Dank. Dann gebe ich dir jetzt ein paar Kontaktlinsen. Dies nutzt du zwar für die Brille, aber wenn du willst, kannst du einfach da die Kontaktlinsen reinmachen. Bitte sehr. Vielen Dank. Und deine Brille lasse ich einfach hier und mache die Gläserstärke ab. Und danach verkaufe ich sie neu. Okay, ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen danken kann. Das ist meine Arbeit. Du brauchst mir nicht zu danken. Doch. Vielen Dank. Bitte. Wenn ich schon hier bin, dann kaufe ich mir ein neues, viel cooleres Outfit. Wow, ich sehe da schon eins. Das nehme ich. Hallo. Hallo. Ich nehme dieses Kleid. Okay, sonst noch was? Oh ja, vielleicht diese Haarspange. Ja, die ist wirklich wunderschön. Dann macht das zusammen 20 Euro. Okay. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Das Kleid ziehe ich jetzt schon an. Perfekt. Jetzt bin ich definitiv kein Nerd mehr. Fortsetzung folgt in Part 2. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Video!